Guten Morgen, Herr Schulder, Rechtsanwalt Pankala aus Köln, zu Ihrer Rede bei Querdenken Stuttgart, die ich mir heute Morgen angesehen habe. Und seitdem habe ich richtig schlechte Laune. Und warum, das wollte ich euch in diesem Video hier mal erzählen. Guten Morgen aus Köln. Dieses Video ist ein Feedback auf die Rede von Florian Schröder, dem Comedian, zu seinem Auftritt bei Querdenken 711 in Stuttgart. Und ich empfehle euch, vor dem Video die Rede von Herrn Schröder anzuhören. Die habe ich euch unten im Video verlinkt, sonst macht das hier wenig Sinn. Ja, Herr Schröder hat sich geäußert zu verschiedenen Themen, unter anderem der Meinungsfreiheit. Er sagt dort, Meinungsfreiheit sei die Freiheit, auch auszuhalten, was andere sagen. Ja, das gehört auch zur Meinungsfreiheit, aber der erste Teil der Meinungsfreiheit ist es natürlich zunächst erstmal, Menschen überhaupt zu Wort kommen zu lassen. Diese Möglichkeit hat jetzt hier bestanden. Herr Schröder hat in Stuttgart bei uns, sage ich jetzt mal, auf der Bühne geredet. Dann habe ich mal eine Frage an Sie, Herr Schröder. Warum räumen wir Ihnen diese Freiheit ein, aber Ihr Heimsender, der NDR, die ARD, räumt uns nicht die Möglichkeit ein. Sie erinnern sich vielleicht an die Demonstration in Berlin, wo Sie sich noch lustig gemacht haben über die Teilnehmerzahlen auf Ihre Art und Weise. Wenn das dann so gewesen ist, dass die Leute dort nicht zu Wort gekommen sind, ja, da sind wir auch schon wieder beim Thema Meinungsfreiheit, weil es kann ja sein, dass je nachdem, welche Meinung man hat, man hier zu Wort kommt. Und wenn man eine andere Meinung hat, dann kommt man hier nicht mehr zu Wort mit Hilfe der Polizei und des Bürgermeisters von Berlin. Dann wäre es doch an sich ganz gut, wenn die öffentlich-rechtlichen Medien, die ja auch dafür verantwortlich sind, alle Meinungen zu bringen, so steht es jedenfalls im Rundfunkstaatsvertrag, lieber Herr Schröder, mit Ihrem Neustartprogramm, vielleicht sollten Sie sich das erstmal ansehen, dass man dann beispielsweise Redner von unserer Veranstaltung in Ihren Sender ebenfalls eingeladen hätte. Da würde ich gerne mal wissen, wo sind diese Einladungen? Also, zur Meinungsfreiheit gehört zunächst erstmal die Möglichkeit, zu Wort zu kommen. ARD und ZDF sind dazu verpflichtet. Tun sie aber nicht. Zweiter Punkt. Sie sagen, dass Maske und Abstand halten jetzt die besten Möglichkeiten wären. Da sprechen Sie eine andere Freiheit an, nämlich die sogenannte allgemeine Handlungsfreiheit. Das bedeutet, dass ich mir nicht etwas aufzwingen lassen muss, wenn es unsinnig ist. Und es ist unsinnig. Da sind wir beim Faktencheck, das macht ihr ja auch bei der ARD. Ihr macht den Faktencheck, aber ihr habt ja genauso wie ich die täglichen News, die täglichen Berichte vom RKI vorliegen. Da berichtet ihr aber nicht objektiv, ihr berichtet nicht sachlich, sondern ihr nehmt euch einfach nur die Punkte heraus für eure Berichterstattung, die euch in den Kram passen. Und so etwas nenne ich kein Journalismus, sondern so etwas nenne ich PR. Und da kommen wir auch zu dem Thema Diktatur, was Sie angesprochen haben. Sie behaupten jetzt, dass die Leute, die sich nicht an diese Regeln halten, die unsinnig sind, wenn sie sich die Zahlen und Fakten halt mal anschauen würden, lieber Herr Schröder, dass diese Leute dann auch noch für eine Diktatur verantwortlich sein sollen. Ich glaube, das schlägt hier an der Stelle dem Fass den Boden aus. Es ist eine absolute Unverschämtheit, eine solche Behauptung aufzustellen, dass Leute, die sich an unsinnige Regeln nicht halten wollen, dann auch noch in Verbindung zu bringen mit der Wirtschaftskrise, als wären wir jetzt für die Wirtschaftskrise verantwortlich. Nein, das ist falsch, das sind Fake News, lieber Herr Schröder. Das kann vielleicht Ihre Meinung sein, aber Ihre Meinung ist an der Stelle nicht richtig. Denn diese Wirtschaftskrise, die wir haben, wird durch den Coronavirus bzw. die Maßnahmen gegen den Coronavirus nur noch weiter verstärkt. In Wirklichkeit besteht diese Wirtschafts- und Systemkrise, diese Bankenkrise, diese Geldkrise schon seit Jahren. Und verantwortlich dafür sind unsere Politiker.
die einfach eine schlechte Geldpolitik gemacht haben, die einem System weiter hinterherrennen, indem es heißt, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Das können Sie sich auch gerne mal ansehen im Faktencheck, wie viele Kinder heute in Deutschland Hartz IV beziehen, beziehungsweise deren Eltern und die Kinder davon leben müssen. So, das heißt, wir müssen hier wirklich arbeiten an einer Geld- und Finanzkrise und einer Systemkrise. Und diese Systemkrise soll vom System nicht offen angesprochen werden, weil man natürlich die Regierenden dafür verantwortlich macht. Das bedeutet aber nicht, dass wir deswegen, wenn wir diese Leute nicht mehr haben, in eine Diktatur abrutschen, nur weil wir uns nicht an unsinnige Regeln halten wollen, lieber Herr Schröder. Also diesen Gedankengang, den kann ich als Rechtsanwalt überhaupt nicht nachvollziehen. Der richtige Weg wäre, hier ins Gespräch zu kommen. Dazu müsste die ARD und das ZDF aber erstmal bereit sein, uns einzuladen, um auch mit uns zu reden, so, und nicht diese Meinung weiter zu unterdrücken. Und dann sollten wir überlegen, wie wir wirklich aus dieser Krise rauskommen und wo diese Krise begonnen hat. Die Krise begann nämlich weitaus früher. Wir können uns an die sogenannte Griechenland-Rettung erinnern, was Peanuts waren, aber Mitte März war es so, dass die italienischen Banken praktisch pleite waren. Niemand wollte mehr Geld geben. Das Geld, was jetzt gedruckt wird und eine weitere Verschuldung herbeigeführt wird, ist die letzte Chance, das System zu retten. Man will immer so weitermachen, man will aber keine wirkliche Änderung herbeiführen. Und das ist das Problem. Und jetzt sucht man nach einem Alibi, lieber Herr Schröder. Und das Alibi ist jetzt der böse Virus. Und jeder, der etwas dagegen sagt, ist derjenige, der es dann auch noch schuld ist, das kann doch nicht Ihr Ernst sein, lieber Herr Schröder. Also wenn Sie von einem Neustart reden, so heißt, glaube ich, Ihr Programm, dann müssen Sie aber nochmal richtig auf den Reset-Knopf drücken. Denn was Sie erzählen, das ist kein Neustart. Das ist ein immer weiter so, immer weiter so. Und wir schaffen das und wir schaffen das und wir glauben daran. Und wir sollen alle bitte den Mund halten und weiterhin die Maske tragen. Bitte machen Sie das auch weiterhin bei der ARD. Vor leeren Rängen, da gehören Sie hin und nicht auf die Bühne bei Querdenken. Das ist meine Meinung und die werden Sie wohl hoffentlich auch akzeptieren. Ja, vielen Dank und bis bald.